Gotthilf Fischer ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 92 Jahren. Jahrzehntelang leitete Gotthilf Fischer seine berühmten Fischerchöre. Zusammen mit seinen zeitweise rund 1000 Mitgliedern nahm er über 50 Tonträger auf. Fischer wurde mit mehreren goldenen Schallplatten ausgezeichnet. Zweimal erhielt Fischer das Bundesverdienstkreuz für besondere Verdienste um das deutsche Volkslied.